Hallo Minecraft und herzlich willkommen zu Folge 27 Minecraft Sky Factory und einen wunderschönen heiligen Abend an alle, die ja trotzdem Videos gucken. Der Soul Sand ist hier wirklich produziert worden. Es hat alles geklappt. Wir wollen hier jetzt nochmal die Kabel ein bisschen verkappern. Dazu müssen wir gleich noch was bauen und ich will, wie letztes Mal schon geplant, das hier ein bisschen umbauen, dass es auch hier hinten in dem Eck drin ist. Bäm. So. Also das pflanzen wir jetzt einfach genau so wie das war, hier wieder dran. Wenn ich noch wüsste, wie das war. So, ich glaube, hier war das Fass. Ja, warte mal, das können wir... Wir können das ein bisschen weiter runter setzen, dann sieht es ein bisschen schöner aus. So. Ne. Natürlich nicht so. Ach so, ich muss unten hin. Dann kriegt man, glaube ich, gleich wieder die Probleme, dass wir das nicht richtig einstellen können. Ja, immer das gleiche, immer das gleiche. Insert. Insert. So, und dann kommen hier die zwei Hopper drauf. Und nochmal die zwei Fässchen drüber. Und dann war es eigentlich schon von dem Konstrukt, glaube ich. Da müssen wir gleich mal irgendwas reinhauen, damit die Fässer wissen, was da reingehört. So, sieht doch schon ganz gut aus. Müssen wir die noch einstellen. Extrakt, aber ohne Redstone. Warum fällt denn das alles da hoch? Nichts von Erdanziehungskraft gehört. So. Gut, passt. Okay, jetzt brauchen wir ein bisschen Zombie-Zeug. Und es sind schon wieder so viele Stämme, Mann. Es frisst immer so viel Zeit, die Dinger zu killen. Ne? Und das ist einfach nur nervig. Ich werde jetzt den Boden hier demnächst mal durch Obsidian ersetzen und hoffen, dass da dann keine Zombies mehr spawnen. So. Es ist ja zwar irgendwo cool, aber irgendwo, wenn ich da hinten gucke, dann doch nicht. Zombie Brain. Und ab dafür. Nein! Oh Mann! Lootbags haben wir auch einige. Ich frage mich gerade, wo der Zombie steht. Da oben, da haben wir auch wieder was vergessen. Das werden wir irgendwann richten. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Gut, und warte mal, die Kisten könnten wir noch mitnehmen. Kisten brauchen wir immer wieder. Gut. XP. XP. Was wollte ich denn jetzt machen? Also Zombie Brains da drüben reinmachen und dann nehmen wir nochmal die Schere hier. Eine Erde brauchen wir noch ein bisschen.
Können wir auch gleich machen. Wir werden gleich unsere Grünfläche anfangen zu bauen. Weil wir brauchen immer noch Leder für ein Jetpack. Sonst geht es nämlich nicht weiter. Wir müssten endlich mal fliegen. Wir sind schon so lange auf dem Server und können immer noch nicht fliegen. Ein bisschen schade. Ach so, Conduit-Fassaden müssen wir noch machen und eine Painting-Maschine. Also wir haben heute eigentlich ziemlich viel zu tun. Silikon habe ich allerdings schon gebrannt, was wir für die Painting Machine brauchen. So, der Baum ist geschert. Sekunden Backup. Der Server hat schon ein bisschen was zu tun. Haben wir noch irgendwo Sand? Hier. Soulsand habe ich leider nicht mitgebracht. So, ist weg. Ist auch weg. Und den Limestone auch weg. Gut, dann hauen wir das Zeug unten rein. Einmal Laub. Einmal Zombie Brain. Einmal Sand. Ja. Und alles funktioniert. Hier ist dann auch Erde. Soul Sand nehmen wir auch mal ein bisschen mit. Das können wir oben mal ins Sieb hauen. Für Netherquarze. Ich habe gedacht, ich kann das einfach hier so reinhauen. Habe ich falsch gedacht. Haben wir noch einen Hopper? Ne, Kiste haben wir. Dann machen wir uns eben nochmal einen Hopper. Haben wir sowieso genug von. So, einmal Soul Sand, immer Soul Sand. Die andere Kiste können wir eigentlich da oben drauf setzen. Und sollte ja funktionieren. Aber es ist doof, was ich mache. Ich sollte das Buch hier noch rausmachen. Und da drüben reinsetzen. Dann kriegt man nämlich mehr Netherquarz. 3, 5. Haben wir schon mal 2 gekriegt. Muss noch ein bisschen Tee trinken. Auch nochmal 2. Sehr gut. Gut, dann machen wir uns mal an die Painting Machine. Silikon. Electrical Steel brauchen wir. Steel Ingots. Ah nein, okay. Eisen, Silikon und pulverisierte Kohle. Kohle. Ah, warte mal, da haben wir ja. Pulverized Coal. Alles zusammen in der Alloy-Smelte. Mit Eisen. Von dem Electrical Steel machen wir uns einfach mal ein bisschen was. Schadet ja nicht. Das hier, Gold Nuggets, Kupfer, Redstone.
Muss wieder gucken. Okay. So, ein Diamant hier, 2 Meter Quarz hier. Jetzt brauchen wir noch den Electrical Steel. Dann haben wir die Painting Machine, die können wir hier irgendwo hinpflanzen. Uiuiui. Bin ja mal gespannt, was da alles rauskommt. Painting Machine und dann brauchen wir noch von diesen anderen Teilen dann Konduitfassaden. 8 Stück. 8 läppische Stück. Besser wie gar nichts. Zwei Electrical Steel brauchen wir aber noch ein bisschen. Was wollten wir denn noch machen? Das unten haben wir alles gemacht. Die automatische Erzumwandlung. Wollte ich, glaube ich, das alles ein bisschen rübersetzen, damit ich das hier. Können den Obsidian mal da hinten reinpflanzen, wenn das geht. Ja, gut. So nicht. So nicht. So, Electrical Steel sollten wir jetzt mal genug haben. 2, 4, 5, ja, richtig. Painting Machine. Das ist diese Maschine, die. Wo stellen wir die hin? Hier. Ist aber schlecht, weil der gibt da aus. Machen wir da. So, das ist die Maschine, die diese Konduitfassaden in Dinger umfärben kann. Und dann werden die über die Konduits einfach drüber gestülpt, sozusagen. Okay, wie viel Platz braucht der? Der braucht drei Blöcke. Das ist gut. Das passt hier einfach in die Ecke. Funktioniert die Lava. Oder hier. Wir machen das mal hier hin. Lava. Neben der Lava war ein Block. Wir müssen einfach nur das Ding hier umbauen. Cauldron, nee, das doch Cauldron. Crucible heißt das Ding. So. Fließt da nichts? Wenn da nichts fließt, dann lassen wir das. Nehmen wir. Gehen auf Nummer sicher. Oh, das war ein bisschen viel Obsidian. So, wie war jetzt der Aufbau? Barrel hier. Item, ne, Item Conduit nach unten. Und Fluid Conduit haben wir noch nicht. Hier baut. Das kommt hier dran. Extract ohne Redstone. Insert. Gut.
Wir müssen immer hier unten irgendwie das Zeug nachbauen. Extract, so. Kiste. Da. Insert. So, da kommt jetzt noch ein Wasser hin. Wo ist dieses Glas hin? Ah, hier. So, das White Clear Glass kommt dahin. Und das Wasser wieder da drauf. So, wenn wir hier jetzt wieder Cobblestone reinmachen. Wir machen gerade mal einen Testlauf. Dann füllt sich da Cobblestone rein und es funktioniert alles wieder. Dann lassen wir hier. Aber vielleicht bauen wir das hier noch ein bisschen um. Dass wir das so bauen. Können wir hier nämlich zumachen. Und hier einfach den Cobblestone rein. Weil so viel Obsidian hat man eigentlich nicht benötigen. Und dann passt das so. Schön. Das Wasser will wirklich nicht hier lang fließen. Finde ich interessant. Okay, dann können wir nächste Folge vielleicht hier das Ganze mal ein bisschen in die Richtung schieben. Dass wir hier hinten noch eine Sortierung irgendwie hinkriegen. Beziehungsweise die Dusts hier automatisch umwandeln können. Weil im Moment ist das ein bisschen unpraktisch. Dann machen wir mal genau so viel Zeug rein, wie wir brauchen. Dass es leer laufen kann. Gut, Erde, Erde, mit Erde wollten wir noch was anstellen. Und zwar auf. Ah, erst müssen wir Cobblestone noch verlegen. Ich möchte gern zwei tief haben. Nicht, dass wenn ich eine Erde wegmache, dass ich dann gleich wieder ja, im Nichts stehe. Taschen leeren. So, nehmen wir mit. So, wir haben es auch gleich geschafft, die heutige Folge dann zu beenden. Wenn wir hier noch ein bisschen so. Stimmt, ich hoffe mal, ich habe genug Fackeln.
Gold. Und dann können wir hier dann Bildersband einsetzen. Mal gucken, wie lange der noch hebt und wie weit wir damit kommen. Erde haben wir natürlich noch nicht so viel, so weit kommen wir mit der Erde nicht. Aber es sieht schon mal gut aus, dass wir hier eine kleinere und größere Grundfläche kriegen. Halleluja, hat es lange gedauert, bis wir mal sowas hier zustande kriegen. Ich will jetzt noch schnell die Erde platzieren. Da wird wir bis zum nächsten Mal hoffentlich hier schon Gras haben. Eine Grasfläche. Gras-Seeds haben wir, glaube ich, davon irgendwo. Ich hoffe mal, dass der Bildersband gerade die ganze Reihe bis nach drüben gemacht hat. Überall. Ja, sieht so aus. So, Gras sieht's. So. Und Fackeln nicht vergessen. Fertig. Gras wächst. Erde wird noch produziert, dass wir hier weitermachen können. Und so langsam sieht es auch ein bisschen heimischer aus. Oder heimischer. Oder so ähnlich. Euch noch einen schönen Rest 24. Dezember. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao Leute.